So, die Tür ging nicht auf. Für die Tür haben wir keinen Schlüssel. Ich sehe keinen Schalter an den Wänden. Geheimnis entdecken. Hier waren die Magier. Hier ist die komische Nische. Hier ist es dunkel. Aber auch hier nichts, mit dem man interagieren könnte. Außer nur einer Kiste. Ah, mit einem eisernen Schlüssel. Sehr schön. Das heißt, es war gar kein... Warum kann ich hier nicht gerade ausgehen? Das heißt, es war gar kein Geheimnis, sondern einfach nur übersehen. Darum, darum, darum. Kann ich mir gerade ausgehen? Oh. Deswegen konnte ich nicht gerade ausgehen. Weil das Spiel im Hintergrund Kreatur geladen hat. Du. Trink mal einen tollen Trank. Hallo. Das sind viele von euch. Schwall. Regeneration, Schuss gegen alles. Ja, hat man eben gar nichts gemacht. Sehr gut. Kommt mal alle schön vor uns. Das wäre echt super. Du machst wieder einen Schutz. Du machst wieder einen Schwall. Du machst eine Giftwolke. Da dürften die gleich reinlaufen. Und die da nicht. Die gehen dahin. Kettenblitz. Ja, alle herlaufen. Super. Hauen. Schwallen. Mehr Gift. Mehr Kette. Nicht hinter uns laufen. Bitte schön alle drei nach hier rein. Das ist echt super. So, der Dunkelzauberer muss schnell sterben. Schwall. Säure. Das war der falsche. Okay, bisher versuchen sie nicht zu uns zu verwirren, aber der da kommt gleich von hinten. Das heißt, die müssen schnell weg, damit der Rest nachrücken kann. Aber wenn der Rest nicht nachrücken kann, versucht er auch von hinten uns anzugreifen. Das heißt, neuer Schutz, neuer Schwall. Säure auf dich. Ein paar sind nachgerückt, der Rest versucht uns zu umzingeln. Hauen. Schwall, wir brauchen bald neue Mana. Hier sind zwei neue Plätze für euch beide, sehr gut. Du, Säure. Du, Blitz. Du haust, du trinkst den größten Trank, den du finden kannst, bis zu 350. Den da. Du machst eine neue Wolke. Du machst einen Kettenblitz. So, Magier ist reingelaufen. Sehr gut. Oh, du bist nicht so gut. Konnten wir dich irgendwie... wegpusten? Nein. Nee. Wir hätten Harmonie zaubern können am Anfang. Aber jetzt macht das, glaube ich, nichts mehr. Du, hau mal ihn. Du, Schwaldi. Du gehst auf den Dunkelzauber mit einem sehr schönen Crit. Du machst hier einen Kettenblitz. So, du haust den. Du schwallst die beiden. Du machst hier Schaden, du machst hier Schaden. Talana ist verwirrt. Warum immer Talana? Du haust den. Du schwallst die beiden. Du kippst nächste Runde um. Du trinkst einen Anti-Verwirrtrank. Talana ist nicht mehr verwirrt. Talana ist verwirrt. Könnt mich mal, ihr doofen Magier. Er kauft gleich ganz viele von diesen Anti-Verwirrtränken. Auch wenn man sie jetzt wahrscheinlich nie wieder brauchen werde im Spiel. Weg! So. Du bist eh tot. Genau, siehst du? Sag ich doch. Schwall. Und Gift. Und blocken. So, du machst einen Schutz, du machst einen Schwall, einen schönen Crit. Du trinkst einen großen Trank. Na komm, du trinkst jetzt auch wieder einen Anti-Verwirrt-Trank. Talana ist nicht mehr verwirrt. Talana hat aber auch keine Mana mehr. So, du Schutz, du Schwall.
richtig schön viele werden auf einmal getroffen. Sehr gut. Du machst neues Gift. Tirik ist betäubt. Ja, okay. Heimat, Tirik. Er ist weg. Wow. Du heilst sie. Sie macht Säure auf den. Warum springt der Kettenblitz eigentlich nicht auf die da hinten über? Der geht echt nur auf eine Gruppe. Das ist ein bisschen mau. Du heil. Talana ist verwirrt. Ja, nee. Du bleibst jetzt auch verwirrt, weil ich habe keine Lust, meinen ganzen Trick dafür zu verballern. Tirik ist nicht mehr betäubt, das ist gut. Hau. Hau. So, so. Pust. Und weg. Schlafen. Heilschlaf, Verwirrung. Ja, tut es. Sehr gut. Okay. Was haben wir jetzt hier? Kamen hier die ganzen Wachen her? Du, Secret suchen. Tür öffnet sich. Secret? Secret. Tududu. Ha, Kiste. Mit Zeug. This looks powerful. Da lang, da lang, da lang. Hier noch ein Fass. Mehr Magie für Gerugon, ist okay. Kann er besser heilen und besser schützen. Und hier sind wir jetzt hin. Da geht's runter. Was war jetzt bei der großen Tür? War die nur fake, oder? Ah ne, das war der Eingang. Ach, der Eingang wurde hinter uns ab... Hä? Eingang Elendsviertel. Eingang Hauptquartier der Garde. Ihr habt nicht den richtigen Schlüssel. Okay. Wo führt das jetzt hin? Kerker von Karsal. Na gut. Wir irgendwie davon ausgegangen, dass das da unten jetzt die Kanalisation ist und wir da später raus müssen. Aber nee, das ist das erste Untergeschoss. Da ist der Kerker. Das macht auch einigermaßen Sinn. Du machst bitte mehr Licht. Das heißt, hier finden wir jetzt Falaga und gehen dann noch ein Stockwerk tiefer in die Kanalisation. Und von da fliehen wir. Ja, sehr schön. Und hallo, Minotaure. Schutz gegen Verwirrungszeug. Können wir dich festwurzeln? Wahrscheinlich nicht. Weil du groß bist und erzürnt. Okay. Blitz. Schutz. Ah, du kannst nur ein Feld pro Runde gehen. Das ist gut. Single Target. Single Target für mehr Schaden, nicht für den Wurzeleffekt. Aha. Single Target. Und blocken. Elite Minotaurus. Okay. So wirklich toll bist du bisher nicht. Bam. Okay, hast fast Talana gewonnen. Das ist okay. Heilung. Schutz. So. Durch ein Schild kommst du nicht durch. Also durch sein Schild. Magischen Schild. Jedenfalls nicht so dolle. Ne. So. Bye bye. Nix, nix. Du mach dein Geheimnis entdecken wieder. Nee. Okay. Du warst der falsche Gefangene. Schlüssel zur Kanalisation. Ah, da geht's raus. Also es scheint nicht groß zu sein, der Kerker. Was haben wir hier? Eine Truhe mit Zeug. Okay.
Something's coming our way. Be ready. Feinde. Zwei Wachen? Na, von der Seite kommt auch noch was. Ich mag euch nicht. Primär wegen dem Verwirren. Weg. Und Schutz. Und Flammen. Und Zeug. Oh, warte mal. Ich habe eine sehr schöne Idee. Mach mal Harmonie. Nicht Fürsorge, mach mal Harmonie. Da müssten die Magier aufhören, uns anzugreifen und nur die nahe dran sind an uns. Machen wir es. Nee. Was? Oh. Es sind ein paar mehr geworden. Also entweder habe ich gerade durch den Harmoniezauber noch eine Gruppe gepult, oder die waren eh schon aggro. Die da müssen sterben zuerst. So. Und warum? Was zum... Ich verstehe den Zauber nicht. Ja, okay. Also eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wirklich nur die hier gegen uns dann auch kämpfen. Aber die zaubern fleißig weiter. Der Minotaure macht nichts, aber er ist auch ein Nahkämpfer. Das heißt, die machen vielleicht auch keine Kampfangriffe mehr, aber sie können immer noch zaubern. Was das Ganze dann ziemlich sinnfrei macht, aber na gut. Du machst einen Schuss. Du machst einen Schwall. Du bist mal wieder verwirrt, also trinkst du einen von den neuen Tränken. Du haust. Du schwallst. Wurzelst. Und es ist Zappenrooster. So, du bist tot. Wir können uns jetzt bewegen. Das ist sehr gut. Trick. Feuer. Eigentlich wollte ich jetzt Licht zaubern, damit man besser was sehen kann, aber das kann auch kurz warten. Wir können auch im Dunkeln einfach vor uns hin zaubern. Schutz. Kommen die Magier? Nein, sehr gut. Jallen ist betäubt, das ist nicht so wichtig. Du trinkst mal einen großen Trank. Du machst eine Heilung. Du machst das da. Du machst einen Schutz, du brauchst auch gleich Mana. Und die Magier sind da. Wir machen mal einen Schritt zurück. Können wir nicht mehr. Du trinkst einen Trank. Du machst da eine Giftwolke hin, damit sie immer schön durchticken. Allgemein sollten wir uns eher auf sie konzentrieren. Wow. Hand auflegen. Stellt die Lebenspunkte bei allen Gruppenmitgliedern vollständig wieder her. Problem, er verliert all seine Mana dadurch. Deswegen machen wir lieber erstmal Schutz. Du machst einen Schwall. Du machst nichts. Was? Okay, dein Mana ist jetzt weg. So. Dafür lebt der Rest wieder. Du machst eine Steinhaut, damit der Minotaure uns nicht one-hittet. Nach und nach. Boing. Du brauchst neue Mana. Du schwallst die Zauberer weg. Und wir hoffen das Beste, dass... Wir hoffen das Beste, dass er nicht Girumon tötet. Nee, aber direkt fast. Du brauchst auch Mana. Du kannst dich zaubern. Okay. Neuer Schutz. Heilung. Tirik. Schwall ihn, weil es mir Schaden macht. Du Schutz. Talana ist bewusstlos. Talana ist tot. Wir haben da was, oder? Du. Zauber. Auferweckung. Talana lebt wieder mit sehr wenig Lebenspunkten. Einem nämlich. Heilung? Heilung? Ach, wegschubsen geht bei dem gar nicht. Und bam. Und wenigstens sind sie nicht tot. So, Schutz. Feuer. Säure. Talana ist tot. Hand auflegen. Klappt nicht bei Toten.
Säure widerstanden. Hauen. Feuer. Okay. Was für ein Heckmeck. Du. Also schlafen wir. So. Dann machst du. Auferwecken auf sie. Heilen auf sie. Und du machst. Licht. Okay. Du machst Geheimnis entdecken und du trinkst einen Mana-Trank. So, wo ist Falaga? Bitte sei nicht hier in dem Erdloch. Okay. Das wäre nicht ganz so schön gewesen. Aber das können sie nicht machen. Falaga ist ein zu wichtiger Charakter in dem Franchise. Da. So. Oh. Du siehst wie ein Boss aus.